12 Stunden Oper, eine sportliche Leistung, womit Absolut. Wir beim Thema wären. Marco, 12 Stunden Oper, wäre das was für dich? Ich sag mal so, 12 Stunden Olympia schauen für mich problemlos, aber 12 Stunden Oper? Also ganz so lang wird es jetzt bei uns im Sport nicht, aber die Flugzeit zu unserer ersten Station wäre auch ein ganz schöner Reisemarathon. Sri Lanka, ein Inselstaat im Indischen Ozean mit Traumstränden und exotischer Kulisse. Auf der Fußballlandkarte aber eher Niemandsland. Den höchsten Sieg feierte Sri Lankas Nationalmannschaft vor ein paar Jahren gegen Pakistan. Die höchste Pleite gab es gegen die DDR. 1:12 ging es damals aus. Ja, was hat das Ganze mit Sachsen-Anhalt zu tun? Ganz einfach, Wasim Racek vom 1. FC Magdeburg hat seine Wurzeln in Sri Lanka. Er ist dort Nationalspieler und mittlerweile sogar ein Volksheld. Er zelebriert das Teekochen. Nimmt immer genau 2,5 Löffel getrocknete Ceylonblätter. Für Wasim Racek ist das ein Stück Heimat. Naja, Ceylon-Tee stammt ja ursprünglich aus Sri Lanka. Bis 1972 hieß unser Land ja auch noch Ceylon. Die Teeplantagen sind eher im Zentrum des Landes, ne? Und die sind auch sehr weit verbreitet. Auch in der Gegend sieht man sehr viele Touristen, die da hinkommen. Und ist eine riesen Einnahmequelle für uns in Sri Lanka. Von dort kommen seine Eltern. Das Land fasziniert den 22-Jährigen. Als er diesen Sommer seine Oma besucht hat, erlebt er etwas Außergewöhnliches. Er soll Nationalspieler werden. Hat schon mit der Mannschaft trainiert. Die Spieler sind meistens alle aus dem Inland, die auch dort in der Liga spielen. Und ja, für sie war es auch etwas Besonderes, einen aus Europa zu haben. Als erster Kicker aus Sri Lanka spielt er im deutschen Profifußball. Seit einem Jahr stürmt Wasim Racek für den 1. FC Magdeburg in Liga 3. Und das, obwohl sein Papa für ihn eher eine Karriere als Cricketspieler vorgesehen hatte. Aber jetzt ist er super stolz auf den Sohnemann. Ja, ja, klar. Ist eigentlich auch mein größter Kritiker. Nach dem Spiel dann sagt er mir immer, was ich zu machen habe, wie ich mich verhalten soll auf dem Spielfeld etc. Bei den Blau-Weißen will er sich noch in die Startelf spielen in dieser Saison. In Sri Lanka, dem 20-Millionen-Einwohner-Land, ist er schon jetzt für die Fußballfans so etwas wie ein Nationalheld. Verständigungsprobleme hat der gebürtige Berliner übrigens keine. In Sri Lanka gibt es 2 Amtssprachen, das ist einmal Singalesisch und einmal Tamilisch. Die tamilische Sprache beherrsche ich schon perfekt, während die Singalesische es geht. 8 Sprachen spricht er und eines kann Wasim Racek auf Tamil definitiv sagen: Ceylon-Tee ist einfach lecker. In the tea, I like it.